Impulsinfo zum Thema Coaching. Wir sind beim Coaching, du bist Coach, VHK-Coach oder Impulscoach und heute geht es ums Coaching und um deine Angst, alles richtig zu machen. Richtig? Es gibt aus diesen ganzen Aufzeichnungen, die wir bislang gemacht haben, wie gesagt, ein paar Fragen, unter anderem, Damian, ich habe ab und zu so ein bisschen Angst, bin ich dem Coaching gewachsen, mache ich das auch wirklich richtig? Diese Angst brauchst du nicht haben. Erstens, du hast ein System, du hast was? Du gehst rein und arbeitest das nach Schema F genauso, wie du das gelernt hast, ab. Du fragst, hey, was ist dein Ziel? Dann werden dir die Coaches erstmal erzählen, was sie nicht wollen. Dann drehst du es um. Was ist das Gegenteil von dem, was ich nicht will? Ne? Ich will nicht mehr krank sein. Also, was willst du? Ich will gesund sein. Okay, was bedeutet Gesundheit genau für dich? Ja, ich will mich vollkommen bewegen können, vollkommene Bewegungsfreiheit. Ich will auf der Wiese wieder mit meinem Enkel oder meiner Enkelin rumtollen. Ich möchte gerne irgendeinen Sport machen. Ich möchte so richtig Gas geben. Dann, warum willst du das? Dann arbeitest du das, warum? Du machst immer, es ist immer das gleiche Schema. So, wenn du das Warum hast, dann gehst du in die Abfrage, guckst, ob das mit dem Testen gut funktioniert und dann gehst du die Tools durch. Du fragst die Intelligenz des anderen Körpers, du brauchst keine Angst haben, es funktioniert. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Dass ja natürlich kein Coaching gleich des anderen ist. Aber du bist im Basisimpulsfeld angedockt. Du bist in dem ganzen Wissen angedockt. Du bist in dem morphischen Feld angedockt. Du brauchst keine Angst haben, du brauchst es nur tun. Und immer dann, wenn es mal hakt, wird in deinem Kopf eine Information sein, die dich genau das Richtige tun lässt. Valentin hat mir letztens selber aus seinem Coaching erzählt, das er gemacht hat. Da gab es so eine Situation, das ist so eine neue Coaching-Technik, die er entwickelt hat. Genau sind es zwei Techniken, die er entwickelt hat. Und die hat er mit einem Coach von unserer Gruppe durchgeführt. Und er blieb auf einmal in einem Fahrstuhl stecken. Und auf einmal wusste er, obwohl er darauf nicht vorbereitet war, ganz genau, was er zu tun hat. Und es wurde ein ganz großartiges Ergebnis für seinen Coach. Warum? Er ist angedockt, er ist im Feld, es ist alles da. Und du kannst darauf vertrauen, dass du, wenn du einen Coach kriegst, die Größe und die Kraft hast, mit diesem Coach umzugehen, mit dem Thema umzugehen und es erfolgreich zu lösen. Denn dir werden immer die Aufgaben geschickt, die du auch handeln kannst. Du kannst darauf vertrauen. Und ganz nebenbei übrigens wird Valentin für all diejenigen, die diese Techniken, diese zwei neuen, die jetzt auch komplett fertig sind und die schon getestet sind, die hervorragende Ergebnisse produzieren, wenn dich diese Techniken interessieren und wenn du sie vielleicht sogar lernen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall ganz gut die nächsten E-Mails von uns prüfen, denn in irgendeiner dieser nächsten E-Mails wird eine Einladung zu einem Webinar drin sein, in dem, wenn du es dann möchtest, Valentin dir beibringt, wie man mit diesen Coaching-Techniken das Leben anderer Menschen hervorragend verändern kann, begleiten kann. Und es passt, ich sag's jetzt mal, wie der Arsch auf manchen Eimer in die Techniken hinein, die du schon kennengelernt hast und wird einfach deinen Baukasten nochmal ideal ergänzen. Soweit also heute zum Thema, kann ich mit einem Coaching umgehen? Ja, du kannst es. Ja, vertrau dir selbst. Du bist viel größer, als du das im Moment manchmal noch von dir denkst. Du kannst auch mehr, als du denkst. Du musst es jetzt nur noch tun. Nimm deinen Fokus, richte dich aus als erfolgreicher Coach, als erfolgreicher Mensch, der andere Menschen begleitet, durchs Leben zu gehen. Richte dich darauf aus, dass das zu deiner neuen Passion wird, dass du damit so viel Geld verdienen kannst, dass du auch finanziell frei damit wirken kannst. Und es wird so kommen, wenn du dich genauso ausrichtest und dann konsequent und unerschütterlich in diese Richtung gehst. Und genau zu diesem Thema gibt es dann auch einen nächsten neuen Beitrag. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut. Ich wünsche dir sensationelle Coachings, ich wünsche dir ganz viel Mut, verlass hier immer wieder deine Komfortzone, hör nicht auf zu wachsen, bleib dran, level up your life und das Leben so vieler wie möglich, go, go, go and be the coach, das war der Damian, alles Gute, bis dann.